Schönen guten Tag, verehrtes Publikum der Kanal-Reviews. Heute mit dem Kanal BudTV. Falls ihr euch fragt, wann ihr übrigens dran seid, hier ist die Liste. Ihr könnt hier mal gucken, ob ihr euren Namen hier entdeckt. Ansonsten wird es ganz lange dauern. Ich habe ja schon gesagt, ich werde das random rauspicken. Die Liste hat gar keine Bedeutung. Ich dachte mir jetzt zum Anfang, halte ich die mal ein bisschen ein. Also, ich werde das nächste Mal einfach würfeln, wenn ich dran komme. Gut, ich will mit diesen Sachen hier nicht so lange aufhalten, deswegen... Ich will ja die Videos bewerten. Und das, mir wurde auch ein Video empfohlen, deswegen gucke ich mir erstmal jetzt den Kanal an, ganz schnell. So, BudTV, Logo. Ja, ist okay. Aber es ist schon cool. Hat Style. Ein bisschen generisch auch, aber im Grunde zeigt es alles. Wichtige ist eigentlich ganz nett. Also ich würde sagen, das ist eigentlich doch schon. Hat was. Ich kann nicht genau sagen, was. Irgendwas stört mich daran, aber irgendwas hat es auch. Der Kanal Banner ist natürlich dann auch wieder schön, da mit den Gesichtern, auch immer direkt mit den Namen, dass man weiß, wer das ist. Montag, blablabla, bla bla, also quasi der Terminplan, wann die Videos kommen, ist nicht gut. Wurde der denn auch eingehalten? Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Videos die Woche. Ja, ist nicht wenig, muss ich sagen. Also wenn ihr den Output, okay, seid zu zweit, aber trotzdem den Output da am Start zu halten, was habt ihr denn da für Projekte? Buddy Game News, okay, Game News gucken wir uns auch, glaube ich, gleich an. So, dann gucken wir uns mal die Playlist an, was es so für Projekte gibt. Ich wollte natürlich, können jetzt natürlich noch über die Thumbnails reden, aber es ist mir eigentlich. Okay, was für Projekte, ja, blablabla, Gaming Mondays, Horror Friday, Destiny. Was man zu den Thumbnails sagen kann, die sind ziemlich gut, würde ich sagen. Schön. Ich würde sogar sagen, die sind ziemlich, ziemlich gut. Immer schön ein persönliches Bild drin, das ist wichtig. Mache ich zum Beispiel nie, weil ich zu faul bin, immer ein Bild von mir zu machen, passend zu dem Video. Das kann man schon mal sagen, dass ihr euch viel mehr Mühe gibt, als ich, zumindest bei den Thumbnails. Die sind cool, die haben auch immer so einen kleinen Comedy-Factor, bis auf hier die Gaming, die sind Let's Play, die sind ein bisschen generisch. Okay, dann würde ich sagen, skippen wir mal zum Video. Das letzte Review war nämlich viel zu lang mit 28 Minuten oder was. Ich wollte die Reviews eigentlich so auf 10 Minuten bringen maximal. Und deswegen werde ich mich jetzt kürzen und wir springen jetzt direkt zum Video. Okay, gucken wir mal in die Game-News rein. Ich lasse die jetzt auf den kleinen Bildschirm laufen, weil dann die Tonqualität hoffentlich noch gut ist und nicht total verramscht wird. Gucken wir mal rein. Und zwar können wir... Kann man jetzt schon mal sagen, dass das extrem gut war, das Intro. Woran merkt man das? Das ist eine sehr gute Frage, weil viele Leute, auch viele meiner Teilnehmer jetzt bei diesen Dingen haben auch Intros. Und die Intros, die gehen ewig teilweise. Wirklich ewig. Dann guck ich mal das Intro jetzt an. 3 Sekunden, glaube ich, ne? Optimal. Ich denke, es sind 3 Sekunden. Und so ein Intro, so muss euer Intro aussehen, theoretisch, von der Länge. Also, wirklich so, wenn ein Intro länger geht als 6 Sekunden, ist es eigentlich schon verschwendete Zeit im Video. Und wir sagen, guck mal weiter. Jetzt ein Elefanten reiten! Oh mein Gott! What's going on here? Yo, liebe Freunde, willkommen bei Buddy's Game News. Okay, ich kann mir vorstellen, es geht um Far Cry 4. Aber der war es ein Elefant? Nein! Was ich sagen will, wenn ihr das Intro am Anfang schon habt, warum, was soll das Intro denn anteasern? Das ist natürlich doppelt gemoppelt, aber ihr habt das wahrscheinlich einfach erstellt. Bei jedem Video kommt das dann vorher. Und dann habt ihr es dann in der Mitte nochmal. Ja, kann man vielleicht ausstellen dann für das Video speziell, weil sonst das ein bisschen doppelt gemoppelt. Aber, ja, ich kann verstehen, dass man das dann lässt. Es gibt ja die Einstellung mit Intro dann bei jedem Video. Und ja, ist ein bisschen doppelt gemoppelt, aber natürlich. Elefanten! Heute stehen im Mittelpunkt die Shooter. Mit dabei sind Call of Duty, Advanced Warfare und Far Cry 4. Viel Spaß! Okay, hier pausieren wir nochmal kurz. Was ich gut fand, natürlich Hintergrundmusik, die so ein bisschen lustig ist. Es ist cool, auf jeden Fall Pflicht, auch Hintergrundmusik vergessen viele, war auch ein flüssiger Übergang und dann, das war schon gut. In Far Cry 4 spielt ihr AJ Gale, der auf dem Weg in den Himalaya ist, um dort die Asche seines verstorbenen Vaters beizusetzen. In dieser fiktiven Spielwelt herrscht nämlich gerade ein Bürgerkrieg und eine Rebellion schließt sich zusammen, um den neuen Psycho der Geschichte, Peijin Ming, ein Ende zu setzen. Dieser Psycho soll eine Mischung aus Vaas, den wir aus dem dritten Teil kennen, und Trevor aus GTA 5 sein. Was ist das denn für eine Mischung, Leute? Alter! Verdammt!
Im Gameplay von Far Cry 4 hat sich nicht viel verändert. Wir müssen weiterhin Stützpunkte erobern und wenn ihr mit dem Snipergewehr die Feinde anvisiert, könnt ihr wieder die Silhouetten im Hintergrund sehen. Das heißt, ihr wisst wieder genau Bescheid, wo jeder Gegner ist, damit ihr jeden töten könnt. Oh mein Gott! Okay, was man auch sagen muss, sie sind sehr bemüht, dass immer viel Shit abgeht in den Videos. Wenn der eine redet, dann macht der andere irgendwelche Grimassen und nickt. Also ist schon nice. Kann man ja das sagen. Das ist schon nice. Nichtsdestotrotz haben wir ein paar kleine neue Sachen in Far Cry 4. Und zwar können wir jetzt einen Elefanten reiten. Oh mein Gott! Ja, ihr habt richtig gehört. Wir können schwer bewaffnet auf einem Elefanten reiten und einfach alles auseinandernehmen. Das heißt, es wird ein tierisches Destruction Derby. Der Dickhäuter ist nämlich eine richtige Kampfsau. Er wird euch im Kampf zur Seite stehen und Feinde niedertrampeln oder mit dem Rüssel wegschleudern. Ihr könnt mit einem einzelnen Schuss eine ganze Elefantenhorde aufschrecken, die dann mit einer Stampede eure Gegner niederwalzt. Der Schuss kann aber auch nach hinten losgehen, meine Freunde, denn wenn ein... Was man dazu auch sagen muss, der Schuss mit dem ganzen Overacting im Video funktioniert natürlich. Funktioniert gut. Ich fühle mich auf jeden Fall gut unterhalten, das kann man sagen. Das Overacting, das geht schon, ist natürlich sehr lustig, aber ich weiß nicht, das ist schwer jetzt was Kritisches zu sagen zu was eigentlich lustig ist, aber es ist natürlich auch sehr hart auf lustig und dann auch sehr hart auf Overacting getrimmt und da müsst ihr aufpassen oder da kann man aufpassen, ich weiß nicht, an sich funktioniert es ja, aber ich frage mich nicht, ob das nicht ein bisschen zu viel Overacting ist und es ist nicht dann ein bisschen zu trashig wirkt dann? Am Ende, weil im Grunde ist das Format hochwertig. Da hat man einen Trailer, da hat man recherchiert, da macht man Game News auf lustig. Vielleicht pendelt sich das noch ein, vielleicht ist einfach nur der Kulturschock, weil ich vorher ein paar ruhigere Let's Plays geguckt habe. Und dann hier so ein auf Action-Comedy getrimmtes Comedy-Video. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Ist das Overacting? Oder ist das einfach nur pure Unterhaltung? Helikopter über feindliche Basen schweben und schöne explosive Geschenke vom Himmel regnen lassen. Oh, ein Edit. Mit dabei ist auch ein neues Tool, was euch schwacher helfen soll, Berghänge zu erklimmen, nämlich ein Widerhaken. Und der altbekannte Wingsuit, womit ihr richtig schön von Bergen runterfliegen könnt. Ja, hab ich auch schon gesehen, den Wingsuit, der sah cool aus. Das Game erscheint am 18.11. für alle gängigen Plattformen und wir freuen uns auf einen actionreichen neuen Far Cry-Teil. Habt ihr keine Probleme mit dem Copyright, wenn ihr immer Trailer-Material zeigt? Ich meine, Ubisoft ist ja eigentlich in Ordnung damit, aber an sich ist es natürlich Frage. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Ganze zeige oder ob ich dieses Trailer-Material danach rausschneide. Gucken wir mal weiter. Kommen wir nun zum neuen Call of Duty-Titel, Advanced Warfare. Der neue Teil ist ca. 45 Jahre in der Zukunft. Dabei werdet ihr Private Mitchell spielen, der während eines Kriegseinsatzes schwer verwundet wurde. Gott sei Dank hat Private Mitchell Kontakte zu Jonathan Irons, der im Spiel von Kevin Spacey verkörpert wird. Dieser... Kevin Spacey... Dieser ist Leiter eines privaten Militärunternehmens Atlas. Milliarden. Kann ich das nochmal in Slow Motion sehen? Was auf den ersten Blick auch auffällt, ist, dass die Technik, insbesondere die Grafik, einen weiten Sprung nach vorne gemacht hat, im Gegensatz zum vergangenen Call of Duty Ghosts. Das hatte Call of Duty aber auch bitter nötig, denn die Grafik-Engine der alten Call of Duty Spiele hat mittlerweile ausgedient. Erwähnenswert ist auch, dass ihr die Kampagne auch im Koop-Modus durchspielen könnt. Das verspricht wiederum jede Menge extra Spielspaß, denn wer würde nicht gerne mit einem Freund Meter hoch durch die Luft fliegen können? Freund, habe ich gesagt. Und Gegner vermöbeln würden lassen tun. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr seht schon, viel Neues plus alte Tugenden, das könnte auch ein Call of Duty Teil werden, der mal wieder mich vom Hocker haut. Released wird am 3.11. dieses Jahres. Cool.
Und das war's auch schon wieder mit den Game News von dieser Woche. Für unsere Stammzuschauer vielleicht noch ein paar wichtige Informationen. Der Uploadplan wird sich in nächster Zeit ein wenig ändern. Okay, Verweis auf die letzte Folge. Sehr cool. Okay, was soll ich davon halten? Also, hätte ich so ein doofes Sternensystem, würde ich dem Format auf jeden Fall 10 von 10 geben. Aber ich habe kein doofes Sternensystem. Deswegen sage ich jetzt einfach nochmal meine Meinung. Es geht ja auch mehr darum, dass ich die Videos gucke. Es kann ja auch sein, das ist ja eine total subjektive Meinung. Das ist Humor, was da im Video praktiziert wird. Und Humor ist an sich nochmal eine subjektive Sache. Deswegen wird das wahrscheinlich auf jeden anders wirken. Man kann auf jeden Fall sagen, also ich hatte jetzt keine schlechte Zeit im Video. Die Ente hatte ein bisschen eine schlechte Zeit im Video. War informativ, war gut recherchiert, das Video. Dann gibt es einen kleinen Sketch mit dem Übergang, der war okay. Ein bisschen pointless, aber natürlich okay. Hat seinen Zweck erfüllt, wenn man so will. Im Grunde gab es dann zwei Themen, an denen sich herangehangelt wurde. Also im Grunde ein guter Kanal, war es mit, auch schön mit den Verlinkungen am Ende. Das Intro ist natürlich am Anfang ein bisschen doppelt gemoppelt, hatte ich schon gesagt. Mit den Overacting, ja, vielleicht ein bisschen weniger. Ey, auch ist natürlich jetzt subjektiv, oh Mann, das ist so, Humor ist so schwer zu bewerten. Oh Mann. Ich will ja auch nichts Böses sagen, weil es halt echt gut ist, das Format. Das hat auch Potenzial, natürlich Gaming News gibt es viele. Aber so Gaming News, die komplett auf Humor ausgerichtet sind, gibt es nicht so viele. Und deswegen finde ich das erstmal ziemlich stark, dass es gemacht wird, dass es auch abgeliefert wird. Und ja, das Einzige, was mich stört, ist, dass Overacting ein bisschen stark ist, teilweise. Diese aufgespielten Gags, sage ich mal. So dieses Dynamische, was so wirkt, wenn dann die Hand auf die Schulter gelegt wird und dann gesagt, Freund, wie gesagt. Oder wenn die Ente geworfen wird. Das wirkte nicht so aufgesetzt, das wirkte frisch, fand ich. Und ja, versucht diese Frische vielleicht immer in die Videos reinzubringen. In jeden Gag. Dann wird es, glaube ich, ziemlich gut. War TV ein Kanal, den ich auf jeden Fall weiterempfehlen werde. Schaut da mal vorbei, Link dazu in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet, denn die haben es verdient. So, ferner von den Abonnenten. Ich würde sagen, jeder YouTuber, der sich viel Mühe gibt und auch anständige Videos und auch gute Videos abliefert, verdient auch seine Zuschauerschaft. Ich bin ein bisschen erkältet, merke ich gerade. Und deswegen beende ich mal das Video. Wenn ihr euch auch bewerben wollt für eine Kanal-Review, der Zettel dafür ist in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Ich hoffe, ihr schaut bei BudTV mal rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Ciao.